7,5. Damit haben wir im Augenblick zwei Gymnastinnen gemeinsam auf Rang 1. Ob Amina Saripova aus Russland, aus Moskau, daran noch was ändern kann, wage ich zu bezweifeln. Gestern fünfte des Mehrkampfs, 15 Jahre. Sie war dritte der Junioren-Europameisterschaften 91 im Mehrkampf. Sicher eine interessante Gymnastin, Karin, die so zumindest nach ihrem Urteil ein paar Eigenarten hat. Ja, was heißt Eigenarten? Sie hat nie im Vergleich zum Beispiel zu der, jetzt habe ich den Namen nicht drauf, zumindest kann ich ihn nicht so besonders aussprechen, von der Larissa, sagen wir es so. Lukjanenko. Genau. hat sie nicht diese Bewegungsweite und die Variabilität in ihren Bewegungen, sondern sie ist schon sehr stereotyp auf diese Rückbeugen festgelegt. Und das sollte an und für sich eine optimale Gymnastin nicht tun, also nur immer rückbeugen, rückbeugen. Da müsste also sie noch ein bisschen kompletter werden in ihrem Programm. Gut, sie ist ja noch jung, da tut sich vielleicht noch was. Ja, sicher. Auch sie natürlich unglaublich schlank, um nicht zu sagen dünn, 39 Kilo. Was ist so die Tendenz in der rhythmischen Sportgymnastik? Oh, ich würde nicht sagen, dass es zu den extremen dünnen Mädchen geht. Man sieht ja, dass die Oksana Skaldina, obwohl sie vielleicht jetzt nicht so durchtrainiert ist, da keine Repressalien hat. Sie lebt natürlich auch vom Namen, von ihrer gewissen Routine, die sie sich erarbeitet hat. Aber bei den Jüngeren ist die Tendenz doch schon ziemlich da. Ja, das ist sicherlich auch das harte Training und auch der Typ von Gymnastin, der sich für diese Sportart auch eignet. Man kann natürlich mit 1,60 Körpergröße auch nicht Basketball spielen, das ist klar. Ja, man hat also bei der Übung gesehen, die besteht also zum größten Teil nur aus Rückbeugen und das ist nicht so wünschenswert. In der A-Note 6,80 Punkte, in der B-Note 2,975 Punkte. Ich darf die Kampfrichterinnen wieder bitten, die Plätze zu wechseln. 9,5 Punkte für Amina Saripova aus Russland, damit Rang 5. Ja, die Kampf